Hallöchen. Ich war wieder in Goldhain unterwegs und ja, habe mal geschaut, was da so los ist. Also zu Beginn war es eher langweilig, eher ruhig, wie das letzte Mal. Und bis auf ein paar kleine Duelle, in denen zum Beispiel auch Craven mitgewirkt hat. Grüße. Also war nicht viel jetzt am Anfang halt zumindest. Also später war dann auch nicht mehr so übertrieben viel. Er hatte mich kurz angesprochen gehabt. Leider ist das jetzt nicht aufgenommen worden, obwohl es auch relativ uninteressant ist, denke ich mir. Da wurde dann auch noch mal gesagt, ich wäre ein Fangirl von ihm und diesen. Also es hat nicht er gesagt. Er hat nur gesagt, dass er herausgehört hat, dass ich ihn feiere. Ich weiß nicht, ob man das so übertrieben nennen kann. Ne? Also ich glaube, das ist halt eher so diese Jugendsprache für gut finden oder wie auch immer. Und ich habe halt dann auch gesagt, ja, ich schaue dir gerne zu, wenn du da was machst und wie du die alle wegbürstest und so. Und das ist ja auch Fakt und das kann man auch offen sagen. Ich glaube nicht, dass das irgendwas Schlimmes ist. Also es machte auf mich auch jetzt nicht den Eindruck, dass er sich da irgendwie unangenehm berührt gefühlt hat oder so. Ich glaube, das ist einfach ja eine nette Sache, wenn man den Leuten das dann auch sagt. Und ja gut, Fangirl ist dann natürlich immer, das hat so diesen negativen Touch, ne? Wenn man mal ganz ehrlich ist. Das ist sowas wie die Groupies, die dann einem schreien und kreischend hinterher rennen. Also aus dem Alter bin ich halt auch raus, ne? Mich interessiert dann halt auch wirklich nur der Kampf selbst. Und ich habe das ja schon mal erwähnt, nicht die Person dahinter, also nicht zwingend, ne? Ich habe wie andere auch in dem Spiel natürlich immer so zwei, drei Leute oder so, mit denen man sich auch schon mal näher unterhält. Aber da ist er halt auch jetzt nicht dabei. Und wie gesagt, ne, das wird auf Gegenseitigkeit beruhen. Und wir haben völlig andere Interessengebiete. Er ist halt der Arenaspieler. Ich mache sowas nicht. Ich könnte da auch nicht mitreden. Zumal ich diese ganzen in Anführungsstrichen Fachbegriffe ja nicht verstehe. Und mir auch da nichts drunter vorstellen kann, was jetzt arenamäßig damit gemeint ist und so. Ne? Die haben ja alle so ihre eigene kleine Sprache in dem Bereich und wissen auch alle, was gemeint ist. Und das ist auch gut so. Und das ist auch gut so. Das ist halt so eine eigene kleine Gemeinschaft von Spielern. Wo klein ist es ja jetzt nicht so, ne? Aber ja, wie gesagt, ich wüsste gar nicht, was man jetzt miteinander zu bequatschen hätte, weil keine Ahnung, Generationsunterschiede, Spielinteressen sind anders. Ist halt einfach nur darauf bezogen, wie er oder wie du halt spielst in dem Moment, wo ich zugucke. Und das mag ich. Ich mag das, wenn Spieler halt ihre Klasse können. Ich habe auch mal Mönch gespielt, also einfach hochgespielt wegen Beruf und dies. Ich wollte halt für jede Klasse einen anderen Beruf haben oder für jeden Beruf eine andere Klasse, wie auch immer. Und von dem her war da auch der Mönch dazu bei MOP und also NPCs konnte ich töten, das hat auch ganz gut geklappt, aber ich glaube, mehr ist da auch nicht drin. Also für mich ist der Mönch gar nichts und von dem her finde ich das dann umso bewundernswerter. Ne? Das ist halt, natürlich hat jede Klasse so ihre Rota, ne? Bei Schurken, du machst ja auch das Makro, dies, das, auch nicht jeder, ne? Muss man, nicht jeder, aber die meisten. Und ich finde schon, dass das beim Mönch schon umfangreicher ist als bei anderen Klassen. Ne? Von dem her, ja, keine Ahnung, vielleicht fasziniert es mich deshalb auch so sehr. Ne? Man muss ja viele Dinge gut timen, bei anderen Klassen auch, ne? Also auch beim Magier und so. Man muss halt viele Dinge gut timen, auch schon wegen der CDs und so. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Mönch doch etwas, also in sich komplizierter zu spielen ist als andere Klassen. Aber ja, keine Ahnung, vielleicht heute auch nicht mehr. Das Ganze ist ja auch schon ewig her. Keine Ahnung, ich finde es trotzdem toll, es sieht gut aus und von dem her alles fein. Ja, und des Weiteren, also danach war erstmal wieder nix und so, ne, keine Ahnung. Und dann kam halt irgendwann so, ja, keine Ahnung, soll ich den dann Fanboy nennen von Ranül? Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das für ihn dann in der Situation immer so angenehm ist, ne? Wenn dann so quasi auch kein Ansprechpunkt mehr da ist, wenn er so quasi die ganze Sache einmal durch ist und so, und dann kommt dann jemand, ich keine Ahnung, wie alt der Junge ist. Vom Inhalt her würde ich schon so sagen, doch schon so 16 vielleicht, 16, 15, 16, so um den Dreh rum. Na, also ist kein Kind in dem Sinne mehr gewesen, ist halt eher ein junger Mensch.
Und der dann auch nochmal das ganze Thema aufgewühlt hat, weil er ja 2 Minuten geguckt hat. Also wenn ich jetzt mal schaue in dem anderen Video, ne, 2 Minuten, also da war jetzt nicht unbedingt 2 Minuten von Handel schon die Rede, aber das spielt ja auch gar keine Rolle. Natürlich, wenn ein Spieler vermehrt zum Vorschein kommt, wenn er halt quasi die Aufmerksamkeit auf sich zieht, also meine Aufmerksamkeit in dem Fall ganz logisch, weil ich mache ja die Videos, ne, muss man ja nicht extra erwähnen, ergibt sich aus der Logik heraus. Natürlich wird er dann mehr thematisiert als irgendein Spieler, der irgendwo am Rand steht, der weder mit mir spricht noch irgendwie interagiert oder sonst irgendwas. Das ist ja, ne, keine Ahnung, muss man glaube ich nicht erklären. Das ergibt sich aus der Logik einfach. Demnach hat sich mir auch nicht so ganz erschlossen, wie er darauf kommt, dass ich halt, oder warum ich halt über so viel rede und ja, es waren halt keine 30 Minuten. Aber selbst wenn, wäre es mir halt völlig egal, wenn ich Redebedarf habe, dann rede ich so lange. Und wenn es halt so viel über eine Person zu reden gibt oder eine Thematik, die mit dieser Person zusammenhängt, dann rede ich auch so viel. Nur das ist halt mein Ding, es sind ja meine Videos. Es wäre dumm, wenn ich mich nur danach richten würde, was der Zuschauer sehen will, zumal es unendlich viele Geschmäcker gibt. Ne? Der eine mag Gaming überhaupt nicht, der will lieber Real Talk-Videos, der nächste mag lieber Crime Time, denn keine Ahnung, wieder einer will Schminktipps und kennst ja, ich meine, es wäre bestimmt ein witziges Video, wenn man versucht, alle Geschmäcker in einem zu vereinen. Aber warum soll man sich den Stress machen? Ne? Ich finde die Sache halt okay für mich und gut ist. Ne? Naja, er hat dann zwischendurch halt auch mal versucht, mich dann so ein bisschen zu triggern und so, wo ich mir dachte, oh Gott, das ist einfach so ein ausgelutschter Hut mit dem Alter. Und auch da muss man wieder sagen, ne, so jetzt wirklich von der Logik her gesehen, und ja, dieser Spieler hat für mich keinen Inhalt in seinen Sätzen gehabt, aber von der Logik her gesehen, wenn ich jetzt ein Problem mit meinem Alter hätte, dann würde ich es nicht jedem erzählen, oder? Also dann würde ich, keine Ahnung, entweder gar nichts sagen, drumherum reden oder vielleicht ein falsches Alter angeben, von Anfang an schon. Nur er hat mich da hingesetzt, hat gesagt, ja du, ich bin, keine Ahnung, 23, 24. Ich hätte nie darüber geredet, wie alt ich bin, wenn ich ein Problem damit hätte. Es macht halt überhaupt keinen Sinn, also den Versuch zu starten, mich damit zu fronten. Ich bin zufrieden mit meinem Alter, ich bin zufrieden mit mir selbst und ja, was soll man dazu sagen? Es triggert nicht, ne? Es triggert halt echt nicht. Genau wie der Punkt mit der Rente, der dann ja auch mehrfach angesprochen wurde. Ich wäre so glücklich, ich meine ganz ehrlich, denk doch mal nach, Rente mit 40? Das wäre doch mega cool. Du hättest im Durchschnitt noch locker 20 bis, ja, keine Ahnung, genetisch gesehen, je nachdem, wie gut du da aufgestellt bist oder so, 20 bis 40 Jahre im Durchschnitt, die du leben könntest, ne, die du wirklich leben könntest. Wenn man von vornherein wüsste, Rente mit 40, alles cool, gehst du mit 18 hin, entweder selbstständig, wenn du schon so weit bist, oder mit Hilfe deiner Eltern und machst dir so eine Vorsorge, so einen Vorsorgeplan über eine Versicherung und so, dass du dann halt auch mit 40 gut, finanziell gut aufgestellt bist und so weiter. Und das ist doch alles. Ist doch mega cool, oder? Wer will denn arbeiten, bis er fast 70 ist? Das kann mir doch keiner erzählen, dass das okay ist, ne? Also auch das ist kein Punkt, mit dem man triggern kann. Ganz im Gegenteil. Also würde ich wissen, dass es irgendwo eine Ecke gibt, wo ich mit 40 zufrieden und in Ruhe in Rente gehen könnte, dann wäre ich dort. Also ich würde sofort umziehen. Ich würde gar nicht drüber nachdenken. Ich würde weg. Ne? Das ist halt echt, also triggert nicht. Ernsthaft. Er ist nicht im bösen Sinne oder so. Es ist halt witzig. Und dass manche wirklich denken, man könnte damit triggern. Ne? Genauso wie der Punkt ist halt, also das ist wirklich so, ne, mit dem Alter oder so. Ich denke mir jedes Mal, wenn dann so ein kleiner Bub ankommt, und es sind ja halt die Jungs, also die Mädels, die haben da irgendwie kaum Probleme mit, ne? Aber wenn dann so ein kleiner Bub damit ankommt, hey, du bist ja 40, du bist voll alt und aufgebraucht und ausgelaugt, dann denke ich mir immer, okay,
Wie viele 40-Jährige oder über 40-Jährige kennst du? In dem Alter würden das nicht so übermäßig viele sein. Es wäre schon cringe, oder? Wenn so ein 14-, 15-Jähriger so einen großen Bekanntenkreis hätte, der aus 40 plus Leuten bestehen würde, da würde ich mir auch Gedanken machen als erwachsener Mensch und auch als Elternteil. Also wie viele Leute kann er kennen? Das heißt, es muss schon eher so verwandtschaftsmäßig sein. Und wenn ich dann weiter diese Rückschlüsse also ausbaue, dann, ne, dann der Verwandtschaftskreis, okay, er sagt mit 40 plus ausgelaugt, aufgebraucht oder in dem Fall jetzt auch Rente, alt, bla, blub halt, ne, diese ganzen Sachen, dann denke ich mir mal, okay, das heißt, eines oder seine Familie im Allgemeinen oder diese Mitglieder 40 plus müssen das ja irgendwie darstellen. Von alleine kommt so ein Kind ja nicht da drauf oder so ein Jugendlicher, ne? Kommen die ja nicht auf solche Gedanken, ne? Dass man halt mit 40, ne? Dass man da halt dann total ausgelaugt und aufgebraucht ist. Gedanken kommen nicht einfach von alleine. Das heißt, er muss da Vorbilder haben, die dem entsprechen, was er sagt. Also in dem Moment, wo jemand diese Dinge zu mir sagt, denke ich nicht, oh, das ist aber böse, was der da sagt oder so. Sondern ich denke einfach nur, okay, armer Kerl. Du bekommst das irgendwo vorgelebt von irgendjemandem aus deinem näheren Umfeld und im Endeffekt beleidigst du mich nicht damit. Oder wenn du glaubst, mich zu beleidigen, beleidigst du nicht nur mich damit, sondern alle, die 40 plus sind und somit auch deine Familie, deine Eltern, Großeltern. Ich meine, die sind ja im Durchschnitt dann schon fast doppelt so alt und so. Nicht alle natürlich, ne? Aber so, es geht ja nur um den groben Durchschnitt. Also muss man auch da wieder sagen, denkt doch mal ein bisschen vorher nach, ne? Wenn ihr fronten wollt, dann nehmt doch einfach mal so Sachen, die wirklichen Front beinhalten und die euch nicht selber dissen oder eure eigene Familie. Das ist doch traurig, dass ihr so redet. Ne? Mal ganz davon ab, dass man jetzt auch noch sagen könnte, so okay, irgendwann müsst ihr ja mal ein bisschen Erziehung genossen haben. Und ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, ihr müsst in einem Online-Spiel Respekt vor Älteren haben, weil ich glaube, das bringt überhaupt nichts, ne? Und ist auch eigentlich nicht wirklich notwendig, ne? Wir sind ja irgendwo alle gleichgestellt. Und ich kann ja auch viel sagen, vielleicht bin ich gar nicht 40, vielleicht bin ich wirklich erst 25. Ja. Da wird jetzt keinen Sinn machen, mich älter zu machen, ne? Aber davon ab, ne, das ist halt alles recht anonym und die meisten Kids denken eh, sie wären hier die Oberschlauen mit ihren Sprüchen und so. Das ist halt meistens doch eher cringe, ne? Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, da kommt so ein kleiner Bub und haut dann solche Sprüche raus und im Endeffekt erzählt er mir einfach nur, was er in seinem näheren Umfeld von sich gibt, dann. Ja, keine Ahnung. Er tut das ja einfach nur aus dem Grund heraus, dass er denkt, er wäre anonym. Und da man eben gerade in diesen Gruppen, ist ja nicht nur in-game, ist ja auch in der Realität so, ne, dass halt die Jugendlichen in Gruppen, auch nicht alle, ne, auch nicht alle, aber viele Gruppen halt sehr viel frecher und aufmüpfiger sind, sich viel mehr trauen, viel größere Klappe haben und, ne. Und genauso ist das in-game ja auch. Und da wird das halt auch gefeiert, ne. Je lauter du bist, desto cooler bist du einfach. Egal wie viel Scheiße du laberst, egal wie viel Müll in deinen Sätzen enthalten ist und egal wie unsinnig das Ganze ist, ne. Er sagte dann ja auch, dass ich eher ja das Problem für meine Frührente gefunden hätte oder die Lösung dafür, indem ich halt zum Arzt gehe und weil ich ja krank bin. Und ich meine, klar, wenn jemand die besseren Argumente hat oder überhaupt Argumente hat, ich meine, war ja keine Argumente bei ihm, das war ja einfach nur, ja, keine Ahnung, es ist halt derselbe Mist, wie alle anderen auch sagen. Es ist nicht mal mehr was Neues oder so. Dann bin ich krank. Aber die Person, die andere beleidigt, die andere diskriminiert, diffamiert und so weiter, die ist völlig gesund und in Ordnung. Ne? Das ist halt so die Welt, die er dann auch immer wieder spiegelt. Ne? Also das ist halt wirklich so, dieses Verhalten spiegelt einfach eure Art zu denken wieder. Ne? So, der kann nur hingehen und die als pädophil bezeichnen und dass die Kinder vögelt und so weiter alles. Ne? Das ist vollkommen cool. Aber wenn die was dazu sagt, dann ist die krank. Ne? Man könnte jetzt auch noch weitergehen und sagen, okay, vielleicht ist er auch homophob und hat das krank eher darauf bezogen, dass ich sagte, dass ich mit Männern nichts anfangen kann. Aber ich denke, das wäre unsinnig. Also kann ich mir nicht vorstellen. In der heutigen Zeit sind die meisten, gerade Jugendlichen, dahingehend doch schon recht aufgeschlossen, beziehungsweise sind einfach Wurst. Ne? Keine Ahnung. Von dem her,
gehe ich da jetzt persönlich nicht von aus. Wenn es dann los war, okay, auch fein. Ne? Wenn, das Ding ist halt einfach, dass vom Prinzip, und das kann ich auch den Leuten nur immer wieder sagen, die von solchen Gruppen oder Leuten betroffen sind, wo sie halt ständig geflamed werden, runtergemacht werden, gemobbt werden, die Menschen haben nichts mit euch zu tun, die kennen euch nicht mal. Das meiste, was die sagen, haben sie irgendwo gehört oder haben sich ausgedacht. So, und wie viel oder wie hoch ist der Wert dieser Person, die mit euch in der Realität nichts zu tun hat, die weder bei euch wohnt noch, keine Ahnung, halt, die hat gar keinen Bezug zu euch. Wie hoch ist der Wert der Meinung dieser Person, dass ihr euch dann dahinstellt und euch rechtfertigen müsst? Ne? Ich mache das zwischendurch halt, wie gesagt, immer ganz gerne. Auch in diesem Fall, das funktioniert immer ganz prima, wenn man dann den Kids oder in dem Fall halt jüngeren Menschen einfach mit einem ganz normalen Gespräch entgegenwirkt. Also so richtig einen auf, ich bin Mutti und ich lasse es raushängen macht. Ne, so schön vernünftig und anständiger Satzbau, Wortwahl. Die sind irgendwann an dem Punkt, und das ist bei Kids halt einfach super einfach, bei den meisten, bei den Klugen nicht. Ne, das muss man auch ein bisschen mehr dran arbeiten. Aber bei halt so, ich sag mal, ohne beleidigen wirken zu wollen, nicht so klugen Menschen. Ne, das heißt ja nicht automatisch, dass sie dumm sind, sind einfach nur nicht so klug. Vielleicht Lebenserfahrung, dies, das, jenes, welches, falscher Freundeskreis, mangelnde Weiterbildung. Ich sage ja immer, lest Bücher, ne? Lest. Aber da ist es dann halt so, dass sie sehr schnell in diesen Modus verfallen, wie zu Hause auch, wenn Mutti einen Vortrag hält oder Vati einen Vortrag hält, ne? Nur wegen, du lernst nicht für mich, du lernst für dich, du lernst wichtige Dinge für dein Leben, du brauchst das später so diese, ne, Vorträge, man kennt sie, 15, 20 Minuten, teilweise noch länger, je nachdem, wie gut die Eltern gerade drauf sind. Man schaltet irgendwann ab und denkt so, boah, bla, 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 bla. Ne? Und genau so funktioniert das bei diesen Jugendlichen online halt auch. Die merken das in dem Moment aber auch nicht, ne, dass du die genau an diesen Punkt bringst. Weil du dir selber denkst, Junge, das, was du mir da erzählst, ist völliger Schwachsinn. Da ist nichts drin, da ist kein Front drin, da ist nichts drin, was mich triggert. Die Unterhaltung ist für mich wertlos. Ne? Also ich ziehe da nicht mal irgendeinen Nutzen raus, dass ich sagen könnte, das ist vielleicht auch für den Zuschauer interessant oder so, weil das ist einfach langweilig, wenn ihr da jemanden vor euch habt, der, keine Ahnung, in 15, 20 Minuten genauso oft dann halt erwähnt, wie alt du bist und dass du zu alt bist und Rente. Und man muss ja ganz klar sagen, ne, nur weil du krankgeschrieben bist oder dich krankschreiben lässt, bekommst du keine Rente. Ne, das ist auch wieder so, wo ich mir sage, Schulen, da müsst ihr besser ansetzen. Erklärt den Jugendlichen einfach mal, wie das ist mit Krankengeld. Ne? Und wie gesagt, ne, das gibt es halt immer nur für einen bestimmten Zeitraum. Ich weiß gar nicht, ob das länderabhängig ist. Ob das in anderen Ländern vielleicht auch wieder anders gehandhabt wird. Deswegen will ich hier gar nicht so sehr ins Detail gehen. Aber ansonsten habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, danach in eine Kur zu gehen oder so. Auch das wird finanziert. Auch nicht genauso wie das Krankengeld. Das ist auch wieder ein Unterschied. Und im Endeffekt bleibt euch dann eigentlich nur noch, dass, also, ne, dass ihr dann, bei uns gibt es das halt auch, ne, das ist so ein das nennt sich Hamburger Modell, meine ich, wäre das, ne, wo du halt auch als Langzeitkranker, ne, nachweislich Langzeitkranker, zum Beispiel wirklich psychische Krankheiten oder ne, du hattest einen schweren Unfall und kommst zurück oder auch eine Krebserkrankung, die du vielleicht gut überstehst und wo du dann irgendwann wieder in deinen Alltag zurückkehren kannst, ne, wo du dann halt eben mit ja, einer, wie soll man das sagen, eingestampften Stundenzahl halt erstmal wieder langsam anfängst, dich reinzuarbeiten. Das heißt, du startest mit irgendwie 4 Stunden täglich über einen gewissen Zeitraum, dann steigerst du dich auf 6 oder so, bis du dann am Ende da bist, wo alle anderen sind. Aber das ist eben ein gewisser Zeitraum. Das gehört dann halt zur, in Anführungsstrichen, Resozialisierung in den Arbeitsmarkt, wie auch immer dann dazu. Das wird mit Sicherheit bei anderen Firmen auch so sein, nicht nur bei uns, ne, sonst gäbe es ja nicht diesen allgemeinen Begriff dafür. Aber ansonsten bist du im schlimmsten Fall aus der Firma raus und musst halt Arbeitslosengeld 1 oder Hartz 4 bekommen. Ne? Also das ist nichts mit Rente, das ist nicht mal ansatzweise wie Rente. Also selbst die Beträge, die du bekommst, gut, wenn ich jetzt Arbeitslosengeld bekommen würde und Krankengeld bekommen würde, wäre es deutlich mehr als Hartz 4, das muss man schon sagen. Ne? Es wäre auch deutlich mehr als die Rente. Aber
Ne, das ist halt, es macht halt keinen Sinn, solche Vergleiche dann zu bringen. Auch dahingehend müsste man halt den Jugendlichen oder Kindern auch mal beibringen, Diskussionen zu führen, Unterhaltungen zu führen. Ne? Weil die meisten stellen sich dann halt auch wirklich hin und sind davon überzeugt, was sie hier sagen. Ob das jetzt Hand und Fuß hat oder nicht. Und da muss man halt dann auch wieder die Eltern an den Pranger stellen, obwohl die, das weiß ich, in den meisten Fällen gar nicht so viel daran ändern können, weil sie halt beide berufstätig sind und dann halt wirklich morgens aus dem Haus gehen und erst spät abends wiederkommen oder wie auch immer, ne? Und auch was das Hobby angeht, ne? Es wird ja auch oft gefrontet, hier, du bist 40 oder über 40, wie auch immer, ne? Das spielt ja keine Rolle. Du spielst immer noch WoW und so, ja, das ist mein Hobby. So wie andere Briefmarken sammeln oder keine Ahnung, was andere Leute in meinem Alter so machen. Ich kenne sehr viele, die halt Online-Games spielen, entweder PlayStation oder so. Die spielen nicht alle WoW, aber die spielen halt irgendwas, ne? Also ich mache da keinen Unterschied. Und ja, dann gibt es wieder andere, die einfach nur noch vorm Fernseher sitzen und dann da quasi auch einschlafen und so. Ob das jetzt besser ist, keine Ahnung, ne? Ich kenne aber auch genauso gut ganz andere Beispiele, wo halt die Kids spielen und die Eltern auch und die dann auch teilweise zusammen. Das geht dann nicht unbedingt von den Eltern aus, weil die sind eigentlich froh, wenn die mal auch mal ihre Ruhe haben, auch wenn sich das viele Kinder nicht vorstellen können. Auch Eltern haben ein Leben, das endet nicht automatisch mit der Geburt des Kindes, ne? Aber also das geht dann halt auch oft von den Kindern aus, weil Eltern dann halt oder ja, sagen wir mal so, ne? Also im Allgemeinen, ich finde persönlich, dass Kinder in der Regel besser zocken als ältere Leute. Aber es gibt auch eine ganze Menge älterer Menschen, die sind mit gewissen Spielen aufgewachsen. Die haben da so dieses Feingefühl für bestimmte Situationen und und. Das heißt, die sind im Durchschnitt einfach sehr viel besser und davon profitieren die eigenen Kids ja. Ne? Die Eltern farmen irgendwas, oh, das geben sie dem Kind. Der Kind will sich da irgendwo Mount kaufen, braucht noch ein bisschen Gold, dann kriegen sie es auch von den Eltern zugeschustert. Kind will M-Plus laufen, Eltern ziehen die, Vater ist vielleicht Tank, Mutter ist Heiler, was weiß ich nicht. Aber es gibt es halt. Ne? Das klingt total abstrakt, aber ich kenne wirklich einige, nicht viele, aber einige, wo halt die Konstellation so ist. Und auch das ist mir völlig egal. Wie gesagt, mir ist so ziemlich alles in diesem Spiel egal. Also wer wann spielt, wie alt, ob jemand arbeiten geht oder nicht, es juckt mich nicht. Ne? Also man muss das ja auch mal ganz klar so sehen. Ne? Wenn jetzt alle Hartz-IVler nicht mehr zocken würden, und das ist ja doch ein recht großer Anteil an dem Spiel, dann gäbe es dieses Spiel vielleicht gar nicht mehr, weil es sich gar nicht mehr finanzieren lässt, ne? Weil halt die ganzen Ideen, die Weiterentwicklung, die kosten ja Geld und das sind dann halt einige Abonnenten weniger. Und von dem her muss man sich dann halt auch die Frage stellen, ob es Sinn macht, diese Leute dafür zu dissen, dass sie halt als Hartz-IV-Empfänger dann halt WoW spielen oder allgemein Online-Spiele spielen. Ich meine, klar wäre es schöner, wenn jeder einen Job hätte. Und ich glaube, für die meisten selbst wäre es auch schöner, wenn sie einen Job hätten. Aber jetzt gerade aktuell ist es eh schwierig. Und auch davor war es nicht so, dass du mit dem Finger geschnippt hast und dann sofort Arbeit hattest. Ne? Nicht jeder ist halt auf dem Stand, dass er sagt, mir ist egal, woher das kommt, Hauptsache Arbeit. Ne? So, von dem her geht auch nicht jeder putzen oder irgendwo Aushilfskraft auf der Baustelle oder so, sondern die Leute, die was gelernt haben, die würden dann auch schon ganz gerne in diesem Beruf arbeiten und die möchten dann eben auch nichts anderes machen. Ne? Das kann ich persönlich total nachvollziehen. Warum auch nicht? Ne? Immerhin, je nachdem, wie alt man ist, muss man noch ein paar Jahre arbeiten und ob das dann so sinnvoll ist als Reinigungskraft, ne, wenn du auf allen Vieren ständig rumkriechen musst und die ständig bücken musst, die schweren Eimer tragen musst, mit Chemikalien arbeiten musst, willst du das noch mit 60, 62 oder 65 machen? Ich denke nicht. Ne, bin ich ganz ehrlich, denke nicht. So, gut, das war's dann dazu. Viel mehr gibt es hier nicht zu sagen zu diesem Part. Ich muss mal schauen. Das ist jetzt erstmal nur von einem Tag. Ich bin nachher bestimmt nochmal dort und vielleicht kommt dann noch irgendetwas Interessanteres als das jetzt. Aber ja gut, der junge Mann wollte offensichtlich unbedingt in so ein Video. Ich habe mir gedacht, gut, ne, man macht ja auch gerne mal zwischendurch andere Menschen glücklich und dann ist er jetzt halt auch in diesem Video, kann sich damit auseinandersetzen. Und ja, keine Ahnung. Euch erstmal alles Gute, viel Spaß, passt auf euch auf, bleibt gesund und ja, baut keine Scheiße.